Und damit begrüße ich euch hier zu einer weiteren Folge von Sim Airport. Ja, wir haben uns das letzte Mal hier mit der, ja, ich sage jetzt mal mit der Innenausgestaltung beschäftigt und machen jetzt tatsächlich auch schon Plus im Allgemeinen, dadurch, dass ich ja ein paar Mitarbeiter wieder entlassen habe und da ja auch hier zum Beispiel die Spielgeschäfte anlaufen und auch schon die ersten Airlines hier den Flugbetrieb halten, machen wir natürlich jetzt mittlerweile Plus. Das möchte ich jetzt natürlich weiter ausbauen. Ich möchte mich jetzt noch nicht zum Beispiel an den Bodenbelag machen. Das ist jetzt erstmal zweitrangig. Für mich wichtig ist es jetzt erstmal, dass wir, sag ich mal, die Einnahmen noch vergrößern. Das heißt, heute wird es wahrscheinlich darum gehen, ein zweites, vielleicht sogar schon ein drittes Gate hinzubauen. Und dass wir da natürlich dann mehr Kapazität haben, um auch mehr Flüge natürlich halten zu können. Und das sollte das heutige Ziel sein. Ich bin mal gespannt, wie weit wir heute kommen. Aber ich setze hier das auf jeden Fall mal auf Go, weil sonst nehmen wir ja auch gar kein Geld ein. Das wäre jetzt natürlich schlecht. So, das hier ist Small, also S. Ja, prinzipiell, ich würde noch keinen von diesen Außengates benutzen, weil da blicke ich ja immer noch nicht so ganz, wie das jetzt geht mit diesem Busgate. Deshalb würde ich jetzt erstmal Gates bevorzugen, die einen direkten Anschluss an das Gebäude haben. Ja, dann würde ich das Gate hier einfach, das wäre nochmal ein S-Gate. Und nochmal ein L-Gate. Naja, das würde ich jetzt erstmal nicht machen. Wir müssen natürlich jetzt erstmal dafür sorgen, dass dieses Gate hier angeschlossen ist. Ein drittes Gate können wir dann. Ungültige Platzierung. Oh, durch den Zaun wird es blockiert. Oh, okay. Zwei angeschlossene Rollwege an der Vorderseite erforderlich. Ei, ja, okay, dann müssen wir das hier mal kurz abbauen. Ich denke mal, das ist einreißen. Jo. So, jetzt wird es aber nicht mehr blockiert. Das ist jetzt so aber nicht geplant. Jetzt habt ihr kein. Es ist schlecht. Was wird denn da? Was wird denn da immer noch blockiert? Ah, lol, um den ganzen Bereich rum muss es frei sein. Ah, okay. Moment. Dann mache ich mal kurz so. Reißt es mir mal bitte ein. Wo ist denn jetzt der Rollweg? Bin ich jetzt ein bisschen doof? Ja, hier. So, jetzt passt's. Perfekt. Und dann bauen wir aber ganz schnell den Zaun hier wieder hin. Am besten gleich so. So, wie viel Geld haben wir jetzt noch? 30.000. Ja, ihr umgeht jetzt hier den Sicherheitsbereich. Das ist jetzt natürlich nicht so ganz das Wahre. Deshalb baut mir mal bitte ganz schnell hier diesen Zaun zu. Meine Freunde. Hallo? Hä? Wie können die denn bitte durch den Zaun durchgehen?
Ihr macht das schnell zu, dass die. Nein! Oh nein, zwei Flüge wurden gecancelt. Oh oh. So, jetzt ist sicher, jetzt müsst ihr alle durch die See. Ach du Schande. Okay. Wir müssen auf jeden Fall jetzt mal Geld verdienen. Das ist jetzt wichtig. So. Gut, dann tun wir mal nicht zuordnen, sondern wir müssen jetzt hier diese Gate-Treppe bauen. Benötigt Fundament im Stockwerk darüber. Ui. Ja. Quatsch. Nicht ausreichend. Oh mein Gott. Ja, dann muss das halt erstmal für die Größe hier reichen. Ja. Habe ich nicht einen Hausmeister? Haben wir uns nicht einen Hausmeister gegönnt, der hier ein bisschen aufräumt? Ich weiß es tatsächlich gerade nicht. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Ah! Kann ich nicht. Oh. Wird dein Flughafen als Bankrott erklärt? Oh oh, kann ich nicht hier ein Darlehen aufnehmen? Geschätzte Zinsen über 10%. Ui, ja, dann mach mal vielleicht nur 300.000 annehmen. 50%! Ui, caramba. Das sieht ja ganz und gar nicht gut aus hier bei uns. Oha. Okay, wir müssen unbedingt dafür sorgen. Du bist übrigens nicht Gate B1, sondern A2. So. Wir müssen unbedingt dafür sorgen, dass dieses Gate hier auch in Betrieb geht. Oh mein Gott, das ist ja... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Achso, du benötigst immer noch sein Fundament drüber. Oh. Hallo? So. Oh, Fundament. Von Wänden, dann wird das hier eingerissen. So. Hier kommt eine Tür rein. Kann ich das jetzt schon bauen? Nee. Nur im Erdgeschoss möglich. Ja, kann ich schon bauen. Okay, sehr gut. Gut, 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 gut. Wir müssen schnellstens dafür sorgen, dass, wie gesagt, hier das Ding in Betrieb geht. Wie heißt das nochmal? Heißt das Gate-Schalter? Ja. So, dann machen wir mal hier und hier einen Gate-Schalter. Dann brauche ich aber auch wieder Personal. Was? Er fordert einen sicheren Bereich. Hast du den nicht? Den hast du doch. Verstehe ich nicht. Zuordnen, da zu ordnen, da zu ordnen. So, muss erreichbar sein, direkt oder durch eine Tür.
Okay, weil ich hier wahrscheinlich. Oder? Kommt da das Spiel nicht? Ja. Okay. Wahrscheinlich geht es dann weg, wenn ich. Ja. So, dafür brauche ich aber noch zwei neue Mitarbeiter. Wie sieht es mit dem Geld aus? Oh, es schwindet und schwindet und schwindet. Gut. Gut. So. So weit, so gut mal. Genau, dass es noch ein bisschen schneller geht, machen wir noch mal ein paar von diesen Ticketteilen hier. Oh, das war jetzt natürlich nicht so dumm, nicht so schlau. Abbrechen. So, gut, gut, gut. So, dann brauchen wir, haben wir dann alles? Im Grunde schon war hier das Gate, bla bla bla. Ja, jetzt können wir hier eigentlich neue Flüge engagieren. Ich würde jetzt hier einfach mal die Lufthansa nehmen und alle annehmen. Nee, nicht alle annehmen. Alle, die halt. Du musst eigentlich können, um mehr als 10 Flüge pro Tag aufnehmen zu können. Oh, ich brauche einen Kontrollturm. Wo kriege ich denn den her? Was bräuchte ich? Ein oder mehrere Flüge sind noch nicht. Du musst einen Kontrollturm bauen. Oh mein Gott, ja, ist ja okay. Chillt mal bitte. Wo kriege ich denn Kontroll? Ach nein, Kontrollturm. Dieses Objekt ist hinter einem Förderprogramm versteckt. Oh nein! Oh nein! Nee, nee, auch nicht. Forschung. Oh Gott. Wo ist denn das? Aber warte, da rechts geht's noch weiter. Ermöglicht zuzuweisen und Gepäckscanner. Nee, verbesserte Kartenkauf. Ermöglicht besser Check-in-Schalter. Nee, 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 nee. Lufthansa-Ops. Nee, Luftfahrt-Ops. Ups, sorry. Erlaubt Einstellungen für Gates betreffend. Aha. Rolltreppen, Wartung, Einwegfahrt, Einbahnrollwege. Ermöglicht es dir, sich überschneidende Stationen zu. Okay. Bau? Ach nee, halt, das ist so sinnlos. Hä, und hinter welchem versteckt sich das? Was ist da jetzt Polizei? Warum ist da jetzt Polizei? Oh, das ist wieder das Problem, dass wir Abfall eigentlich. Das müssten wir hier eigentlich separieren. Oh ja, das könnten wir auch mal machen. Ich blick gerade nicht so ganz, wo ich jetzt das herbekomme. Warum ist jetzt schon wieder alles ausgegraut? Vorhin konnte ich zumindest ja noch welche anklicken. Okay, finde ich gerade nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Wir sind schon wieder im Minus? Flughafenbetriebsanforderungen. Bitte was? Was sind denn die Flughafenbetriebsanforderungen?
Vielleicht Garuda, Indonesia, den da. Was sind da die Anforderungen? Okay, schauen wir gleich mal, ob das nochmal passiert heute. So. Gut. Ich mache kein Plus. Das ist schlecht. Ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen die Gebühren hochsetzen. Gesamtwert des Flughafens, fast minus eine Million. Hab ich gut gemacht. Oh Mann, das kriegt doch auch immer nur ich hin. Ich hab doch gerade eben ein Darlehen von 300.000 aufgenommen. Wo ist denn der hin? Das ist alles schon weg wieder. Umwelt, ja, was ist Umwelt? Wenn ihr hier Bedenken habt zur Umwelt, dann solltet ihr nicht fliegen. Scheiße. Also. Gelb, nee. Wo konnte ich das denn jetzt nochmal einstellen? Hier. Ja, dann geht es jetzt halt ein bisschen nach oben, wa? So, 1000. 2100, so. Habt ihr Pech? Hier, mein Flughafen braucht Geld. Weißt du, vor allem, dass das Geld weg ist, das geht schnell, ja, aber wo bleibt mein Plus? Oh. Ja, es könnte eigentlich schon fast der zweite BER hier sein. Oh Mann, ey. Das ist irgendwie auch noch nicht so ganz das Wahre, dass die hier über den Security-Bereich wieder zurücklaufen müssen. Das kann ja jetzt irgendwie auch nicht so ganz richtig sein. Ich würde jetzt fast schon sagen, dass wir ein bisschen das WC einstampfen. Und dann mal versuchen, dass wir den hier einen direkten Weg hier durchgeben. Das wäre dann hier der Durchgang. Hier wäre dann die Wand. Das heißt, die zwei mal demontieren. Was? Nee, demontieren. Das hier auch mal demontieren und das auch. Die auch und die auch. Die auch demontieren, das auch demontieren hier. So, jetzt machen wir erstmal so. Das versuche ich jetzt einfach mal. Was ist denn löschen? Ah ja, okay. So, Wand. Blub, 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 blub. Große Fluginfotafel, okay. Infotafel. Große Fluginfotafel. Und mach die mal hier hin. Ah, sie warten da schon. Das ist schon mal gut. So, dann machen wir das hier mal weg.
Oh, nee, 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 nee. Da muss nämlich. Shit, wie kann ich denn das verhindern, dass die jetzt nicht da durchlaufen? Weil jetzt ist das. Jetzt hat das Ding keinen sicheren Bereich mehr. Oh nein! Oh, ups. Das wollte ich jetzt nicht. Was passiert, wenn ich jetzt. Wenn ich jetzt hier. Den Flügel kann diese Tür benutzen. Gibt es nicht. Na, das gibt's. Das gab's zumindest früher. Da gab's so Türen, die nur in eine Richtung benutzbar waren. Gibt's hier auch noch Einwegpfad? Oh shit, das müsste ich erforschen, aber es gab auch noch eine Türe. Und ist sowas ähnliches. Bam, 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 bam. Kaffee, Kaffee. Hier, Kontrollturm. Ja, wow. Müllcontainer, Mülleimer. Könnte ich ja mal ein paar aufstellen. Wir haben Geld! Wir haben Geld! Sehe ich jetzt gerade. Oh mein Gott, wir haben Geld. So. Für die Schweinehunde hier unter euch. Die muss so einen Saustall hinterlassen. Remote Sicherheitsstation. Pizzastand ist immer geil. Stadtbahn, Toilette, Tür, Rolltreppe, bla. Nee, nee. Nee, alles nee. Gibt es nicht mehr. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Sehr, sehr schlecht. Nee, gibt's tatsächlich nicht mehr. Das haben die jetzt wahrscheinlich gelöst mit diesem einen Richtungsweg da. Dann ist es so. Dann ist es so. Doch hier! Eine Sicherheitsgrenze ermöglicht Passagieren den Übergang in einen ungesicherten Bereich. So. Was meckert denn ihr jetzt? Hä? Warum halt die. Warum genau haben die jetzt gemeckert? Ja, ihr müsst. Halt hier weiter durch die Security. Ja, genau. Es funktioniert. Es funktioniert. Ja, baut mal schneller, bitte. Genau so soll es funktionieren. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Jetzt kommt ein Flugzeug. So. Genau, jetzt kommen die Passagiere. Sind jetzt, glaube ich, aber gar nicht viele. So, jetzt laufen die hier durch. Genauso soll es sein. Ist das geil. Sehr gut. Könnte ich jetzt vielleicht bitte noch irgendwie herausfinden. Achso, ist hinter einem Förderprogramm versteckt. Oh, naja. Naja. Eduard? Ach so. Ja, natürlich, dass da keine Flüge mehr stehen, wenn ich keine annehmen kann. Aber jetzt kann ich das hier vielleicht ein bisschen umsortieren. Dass wir den mal dahin machen. Dass wir das mal ein bisschen auf die Gates aufteilen.
so irgendwie. So, das sieht doch gut aus. Den setzen wir jetzt noch. Oh, jetzt habe ich den länger gemacht. So, sehr gut. Das sieht doch jetzt nicht schlecht aus. So, da wir aber schnell an Geld kommen müssen, mache ich jetzt mal schnell fast forward. Was ist jetzt hier? Waschbecken. Oh, Waschbecken habe ich vergessen. Oh, sorry. Sorry. So, jetzt habt ihr hier Waschbecken. Warum ist jetzt hier schon wieder die Müllabfuhr? Was ist da gerade passiert? Warum? Wir waren gerade im Plus. Oh. Oh nein. Das ist schlecht. Ja. Ob unser Flughafen überlebt oder nicht, sehen wir, denke ich mal, in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.